Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und Produkte. Belasse rum. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmelzen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht.